Ja, hallo, ich bin's. Nee, Entschuldigung. Oh, wie peinlich. Wo war ich jetzt nochmal? Da bin ich. In Frankreich nennt man mich Melo. Die Schweden sagen Melon zu mir. Und in Deutschland bin ich die Melone. Ursprünglich stamme ich übrigens aus Afrika. Die alten Ägypter sollen mich als erste Menschen überhaupt angebaut haben. 3000 Jahre vor Christus schon. Und da gibt's noch viel mehr zu erfahren über mich. Erstmal muss ich was klarstellen. Ich bin in Wirklichkeit gar keine Frucht, auch wenn das sicher viele von euch meinen. Ich bin stattdessen mit Gurken, Kürbissen und Zucchini verwandt. Ja genau, ein Gemüse bin ich. Erkennt man auch daran, wie ich wachse. Wie Kürbisse und Co. auf dem Boden. Mit langen Ranken, die von meiner Mutterpflanze ausgehen. Nur ganz selten gedeihe ich in Deutschland, wie hier am Bodensee. Brauche nämlich viel Wasser und Wärme. Ein mediterranes Klima eben. Es gibt mich als Wassermelone, Honigmelone, Galliamelone und Cantaloupe-Melone. Wir drei zählen übrigens zu den Zuckermelonen. Zuerst zur Wassermelone. Meinem Namen mache ich alle Ehre, denn zu 95% bestehe ich aus Wasser. Und wenn ich auch sehr süß schmecke, ich enthalte relativ wenig Zucker. Also zubeißen bin keine süße Sünde. Ihr müsst ja auch nicht gleich diese 100 Kilo Kolosse essen. Die gibt's nämlich auch. Jetzt zur Honigmelone, eine Zuckermelone, wie gesagt. Wie alle Zuckermelonen habe ich ein Kerngehäuse. So ähnlich wie bei einer Gurke. Echt bombastisch. 10% Zucker können in mir stecken. Und damit um die 55 Kalorien. Im Gegensatz zur Wassermelone mit 38 pro 100 Gramm. Zur Galliamelone. Ganz typisch meine Netzhaut außen und mein aromatisch süßes Fruchtfleisch innen. Tja, da kann halt keine von euch widerstehen, ne? Und zum Schluss die Cantaloupe-Melone. Meinen Namen verdanke ich der italienischen Kleinstadt Cantalupo. Ein wahrer Schatz bin ich. Orangenes, absolut aromatisches Fruchtfleisch. Tja, ich bin eben die Königin unter den Melonen. So unterschiedlich wir auch sind, eins gilt für uns alle. Sind wir einmal gepflückt, reifen wir kaum noch nach. Vom Rumliegen werden wir also auch nicht süßer. Wollt ihr ein paar Reifetipps? Einfach mal an mir klopfen, sage ich immer. Wenn ich dumpf und voll klinge, bin ich reif. Oder hat sich mein Unterbauch vom blassen Grün zum Gelb verfärbt, ist auch das ein gutes Zeichen. Jetzt zu uns Zuckermelonen. Ein unverkennbares Reifezeichen ist unser intensiver Duft. Darf aber nicht vergoren riechen, gell? Ein Tipp, der für uns alle gilt. Sind wir gleich groß, nehmt besser die, die schwerer ist. Genau.